Und damit herzlich willkommen auf meinem Roasting-Kanal. Ja, Freunde, ich bin Zeit für ein kleines Indie-Game. Heute spielen wir Nightmare. Ein feines Fangame. Behind. Was ist das? Ist noch eine Alpha, soweit ich weiß. Kann man hier was klicken? Klick, 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 klick. Habe ich irgendwie Licht oder was? Oder was? Oder wo? Behind. Underneath bed. Ah, jetzt bin ich im Bett. Kann ich hier nicht irgendwie ein Licht anmachen oder was? Ist so dunkel. Geh wieder zurück. Behind. Ah, Licht. Kann ich da kurbeln? Ah. Ah, da muss man klicken, da wird's heller. Oh, nice. Ding, ding. Ding. Immer klick, 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 klick. Zurück. Ah, jetzt ist es wieder hell. Ah, kann ich hier was aufmachen? Oh, nice. Aber man muss immer schauen, dass die Lampe, dass es hell ist. Ah, nice. Underneath bed. Zurück. Oh, cool gemacht. Coole Idee. Muss also immer... Oh, da kann man die Schränke. Wie gesagt, ist noch eine Alpha. Oder Licht ein bisschen höher drehen. Ah, ist eine coole Idee, dass man hier mit diesem Licht an... Oh! Da war einer! Tür zu! Geh die Tür zu! Und ich gehe unter das Bett. Huhu! Er ist immer noch da. Behind. Licht. Ich gehe da unter das Bett. Hier unten kann ich gar nichts machen. Ich hoffe, er haut ab, dass es richtig ist. Weil ich kann ihn auch nicht anklicken. Aber es ist ja noch ein Alpha. Nee. Ein Gimmick. Behind. Licht, 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 Licht. Licht. Ding, ding. Ah, nice. Cooles Game, cooles Game. Zurück. Ich gehe unter das Bett. Vielleicht mache ich auch was falsch. Ich weiß es nicht. Da freue ich mich schon auf die Full Version. Wird mit Sicherheit interessant. Dann alles zu sehen. Bin ja mal gespannt drauf. Hoffentlich dauert es nicht so lang. Das wäre nicht schlecht. Oh. Coole Animation. Wo bist du? Licht. Ding. 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 Ich weiß jetzt auch nicht, wie lange wir hier... Weil es ist sicher keine Zeit eingeblendet oder so. Mal noch ein bisschen umgucken. Oh, Family. Oh. Nice, 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 nice. Oh, jetzt machen wir da Licht. Licht, Licht. Sonst geht mir ja ein Licht aus, ne? Lieber ein Licht angehen lassen. Ich gehe mal da ins Bett. Yippie, damit wir etwas gemacht haben heute. Da wollen wir gar nichts machen. Juhu. Komm, zeig dich. Ah, cool, cool. Schön. Mal wieder eine neue Idee. Nicht immer das Gleiche. Oder dasselbe. Oder immer wieder. Weil dann wird es ja auch langweilig. Finde ich gut, dass sich der Entwickler mal eine neue Art ausgedacht hat. Nice idea. Cool Game Konzept. Finde ich klasse. Great. Oder was meint ihr dazu? Liebt er lieber den klassischen Five Nights at Freddy's Stil? Wieso? Wieso ist das so ein Rauschen? Nein! Hä? Was? Was geht ab? What? Was muss ich tun? Wie heißt?
Warum? Why? Game over. Ja, Leute. Ich würde sagen, für den ersten Eindruck müsste das jetzt mal genügen. Macht schon mal eine gewisse Vorfreude auf die Full Version. Da freue ich mich drauf. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr euch auch drauf freut. Und eben, wie gesagt, ob ihr lieber diesen klassischen Five Nights at Freddy's Stil mögt oder auch offen für neue Ideen seid. So wie moi. Ich spreche keine Französisch. No. Ich drehe nochmal, damit es ein bisschen heller wird, wenn ich abmoderiere. Ja. Ansonsten würde ich sagen. Oder soll ich mal noch ein bisschen probieren? Damit es Let's Play nicht ganz so kurz wird. Ich gehe in das Bett. Ich gehe wieder zurück. Geh wieder behind. Mach wieder hier einen Kurbler. Ich mach nochmal. Sonst wird's zu kurz, oder? Ihr wollt ja was sehen. So 2-3 Minuten ist schon mal etwas. Ja, ist alles, ne? Da kann ich euch noch was erzählen. Also ich weiß nicht. Früher hat mich die, wo ich so mit YouTube angefangen habe, zu schauen, nicht zum Spielen. Auf den Trichter bin ich ja viel, viel später gekommen. Weil ich mir gedacht habe, oh, ich will auch mal. Und ich muss ja irgendwie als alter Mann, als Rentner, meine Zeit hier sinnvoll nutzen. Also wie gesagt, hat mich jetzt diese Five Nights at Freddy's eigentlich nie so interessiert. So. Aber seit ich das selber spiele, boah, lieb ich die Five Nights at Freddy's. Es macht so viel Spaß und ich lasse mich doch so gerne erschrecken. Oh, es wird schon wieder so düster. Ich gehe in das Bett. Jetzt kommt schon wieder diese, nein, warum kommt das jetzt? Warum? Why? Ich kurbel. Was mache ich falsch? Nein! Stone Skeletor ist wieder da. Ja, Leute. Jetzt Langdauer. Wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, wie es euch gefällt. In diesem Sinne bedanke ich mich natürlich ganz herzlich bei euch fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr auch wieder beim nächsten Mal dabei seid auf meinem Rosti-Kanal. In diesem Sinne, habt einen guten Start in die Woche, genießt das Leben, enjoy the life und viel Spaß bei allem, was ihr vorhabt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Roshiman und vielen Dank fürs Zusehen und danke an den Entwickler. Tschö und Fingerlichrotz. Ciao.